So, weiter geht's mit einer neuen Runde Flive. Wir sind wieder auf Lunaria Flive und ich habe mir jetzt gerade ein paar Start-Equipment-Dinge gekauft. Das heißt, das Cruiser-Set und hier nochmal den Guardian-Bow. Genau, das ist ein Event-Bow und, also, Event-Bow in Anführungsstrichen ist halt ein zeitgebundener Bogen halt. Ja, zeitgebunden. Genau. Gut, lassen wir das Thema an. Also, das heißt, er verschwindet nach, ich glaub, 3 oder, nee, 5 Tagen. Nee, 3 Tagen verschwindet er wieder. Und es hätten ebenfalls nach 3 Tagen. Gut, das hat dann zumindest, oder hat man zumindest einen Vorteil, dass wir jetzt erstmal leveln können, ordentlich. Und gut, nach den 3 Tagen müssen wir uns halt dann immer irgendwie Gedanken machen, wie wir dann weitermachen, aber ich denke, das kriegen wir hin. Das schaffen wir irgendwie. So. Ich habe es ganz gerade übrigens offscreen gemacht, weil ich hatte gerade immer die CS irgendwie. Genau dann, wenn ich was gekauft habe. Oder generell, wie ich da halt eingeloggt war. Ich bin noch nicht ganz wach, sorry. So, anderes Thema jetzt erstmal. Wo ist mein Pad? Hier ist schon mein Pad. Okay, ich würde mal sagen. Ups. Ne, brauchen wir drauf schauen. Ringmaster Level 63 aktuell. Ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen AOE leveln sollten, was bestimmt ganz lustig wäre. I don't know. Wie viel Grad hat er mit 68%? Alter Schwede. 6k Götz, das ist ganz ordentlich. Gut, ich meine, wir haben jetzt auch mal eine volle Party mit Skills und ja, das ist ziemlich cool. Dass natürlich der Damage drauf geht und so, ist natürlich schon klar. Also man hat Abwechslung zu sonst immer, wo wir dann überhaupt keinen Schaden machen. Ich würde sagen, wir könnten. Ne, es gibt keine Updates mehr. Kein kostenlosen zumindest. Wir mal das Ding rein, wir mal das Ding rein. Das wäre natürlich irgendwie für uns Vorteil, wenn wir auch hier die Updates hätten. Müsste ich wahrscheinlich relocken oder so. Oder ne, warte mal, man musste gar nicht relocken, oder? Kurz schauen, so mal kurz uns nebenbei mal Amplis erwarten. Vote eine Amplis am besten, genau. Lunaria of Life. Oh Mann. Ich bin heute noch geistig komplett abwesend, sorry. Ich bin auch nur dezent verpeilt und so, also. Naja. So, ich weiß nicht, ob ich letztens das kleine Video geholfen hat, beziehungsweise ob es da irgendjemanden gab. Der irgendeinen Nutzen draus ziehen kann. Also es war das Video über SEO, SEM und so weiter, Marketing beziehungsweise Suchmaschinenoptimierung und ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe es ein bisschen oberflächlich angeschnitten. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, wie man das Ganze jetzt irgendwie für alle, ja, das ist schon wieder Fehler in dem Satz. Wie man es für alle recht macht, beziehungsweise wie man es für jeden halt irgendwie so am besten zuschneidet. Ja, ihr wisst wahrscheinlich selbst, das ist immer schwer. So, bye. Sag bitte, wir müssen jetzt nicht auslocken. Komm. Also mit seinem Inventar rein. Ja, nice. Nice. Sehr schön. Cool, nice, perfekt. Boah, das ist richtig schön. Du musst nicht auslocken. Das ist schön. Das ist was Schönes. Das ist wirklich mal. Das ist cool. So, ich weiß nicht übrigens, warum wir jetzt schon jetzt ein bisschen reinballern. Mega useless. Aber hey, why not? So, was haben wir jetzt hier alles? 10% Attack und das bringt 140 Attack, ja. Boah, jetzt kann sie losgehen. 6, Alter, 8,4k Crits. Wie viele Level sind da über uns? Okay, 5. Naja, 8 Level. Alter, jo, genau. So, wir können Zack unten reingezogen. So. Jetzt kann die Party beginnen. Genau, und nachher Boxen, Farmchips, alles mögliche kriegen wir hier. So lässt sich leben. Ich glaube, ich muss mal nachgoogeln, was dieses Parry hier exakt bringt, weil, ich meine. Ja, 89 Parry. Ist es nicht gerade sehr aussagekräftig? Was bringt Parry im Detail? Das wäre ganz interessant zu wissen. Haben wir überhaupt die ganzen Buffs schon gebufft?
mal kurz hier rebuffen. So. Genau, eine Stunde ist auch ziemlich cool eigentlich. Ich meine, vor allem für Mid-Red-Surf und so ist das. Ja. Finde ich das jetzt gar nicht übertrieben oder so. Für Mid-Red-Surf ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Weil wenn es ein Low-Red-Surf machen würde und so, dann würde ich mir so denken, okay. Kann man machen, aber als Low-Rate wäre es natürlich jetzt nicht so von Vorteil. Logischerweise. Warum habe ich Lollipops auf F1 beim Ringmaster? What the hell? So. So geht's los. Wenn man schon mal die Lollipops auf F1 hat, dann kann man sich aus Fly verabschieden. Wenn man generell noch Lollipops hat, kann man sich im Prinzip auch schon mal verabschieden. So, ich war mal kurz mal auf Facebook und ich habe mal so viel rumgeschaut, ich wollte ja noch viel mehr rumschauen, weil ich noch ein Thema wollte, wo ich drüber reden wollte. Und ein Thema gesucht habe, wo ich drüber reden wollte. Also ich bin gerade so repeilt, das ist gerade echt unglaublich. Aber irgendwie so, normalerweise gehst du in Facebook rein, du kriegst irgendwie erstmal zigtausend Posts. Okay, ich meine, das meiste in Facebook ist so, ja, ich sag jetzt mal relativ useless oder halt irgendwie nicht gerade interessant oder auch nicht gerade unbedingt wichtig oder weltbewegend oder was auch immer. Aber man hat da halt zumindest ein paar Themen halt so, wo man halt irgendwie drüber sprechen könnte oder so oder irgendwas, was halt halbwegs interessant ist. Aber ich meine, was gibt's aktuell? Es gibt nicht viel irgendwie. Weiß nicht, aber man meint es relativ ruhig eigentlich. Also ich meine jetzt mal nicht unbedingt so politisch ruhig, sondern ihr wisst schon, andersweitig ruhig. Ah, die Mobs glitschen schon wieder rum. Oder die Pose backen zumindest mal rum. Ich glaube, ich sollte irgendwie mal offscreen hier mit dem Cruiser-Set farmen oder so. Oh, jetzt noch GT. Mehr Damage. Ja, die 100% Attack Speed. Nice. Um 150 Damage mehr. So 2,7k Attack. Wir haben so krass wenig Attack irgendwie. Das ist voll komisch. Ich meine, klar, wir sind ein Ranger und so, aber wir haben 2,7k Attack. Ich meine, what the fuck? Wir haben hier einen. Ich meine, der Bau hier, der hat ja auch nicht so schlecht eigentlich. Was an Attack. So, 267 bis 300. Ja, gut, okay. Ja, der erste, ja, klar. Ich habe das letztens, ich glaube, ich hatte das schon immer in den Kommentaren geschrieben. Ich habe das so krass verwechselt, irgendwie. Ich dachte mir halt immer, der erste Wert von der ersten Spalte zum ersten Wert von der zweiten Spalte. Was weiß ich gerade? Atmosphäre? Okay. Was natürlich kompletter Bullshit ist, weil es natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Und so wieder ein Starker, wieder ein Lollipop. Und ich dachte mir so, wie ist das gemeint und so. Ich meine, es erklärt eigentlich so von selbst irgendwie. Und naja. Aus irgendeinem Grund habe ich das letztens nicht so ganz kapiert. Whatever. Aber ist cool, jetzt läuft der Surfer wieder sicherer, bisschen flüssiger, sag ich mal. Und ja, vorher ist er öfter mal abgestürzt, aber das haben wir jetzt ganz gut im Griff, würde ich sagen. Oder finde ich gerade aktuell. Vor allem, man droppt ja echt ganz gut Geld eigentlich, wenn man so schaut. Ich komme mit dem Stat am Ringmaß nicht mehr hinterher. So, schauen wir mal Hunter. Ich habe letztens auch mal noch Kingdom Come angezockt. Was jetzt mal so im Gegensatz zu Fly wieder ein komplett anderes Game ist. Ich muss dazu sagen, ich habe aktuell so viele Games und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich wann uploaden soll. Ich meine, ich habe jetzt mal zweimal Flive, ich habe Kingdom Come, ich habe Space Engineers und ich habe Black Desert. Das sind fünf Games. Und zeitlich schaffe ich es, begrenzt durch meine Downloadrate, meine Internetverbindung generell, durch meine Uploadrate. Ja, also ich meine, an einem normalen Tag bin ich froh mit zwei, oder bin ich happy mit zwei Videos, die oben sind.
Ich meine, manchmal gibt es Tage, wo ich dann wirklich fleißig bin und dann irgendwann drei Videos uploade, wobei ich dann irgendwie wirklich 14 bis 15 Stunden straight am Uploaden bin. Und ist halt, ich meine, manchmal mache ich es, vor allem wenn ich halt dann irgendwie schon alles aufgenommen habe und irgendwie dann mal weg bin oder halt irgendwie nicht da bin, wo ich dann weg bin und weil ich nicht so bin, klar. Und naja, dann mache ich das vielleicht mal öfters, mal drei Videos uploade. Aber ansonsten, ja. Ansonsten ist das halt irgendwie kaum schaffbar. Ich meine, selbst drei Videos bei fünf Games, oder bei, naja, ja, sagen wir mal, bei fünf Games, ist es halt trotzdem halt irgendwie, boah, ich weiß nicht, es ist halt, das, ich meine, drei von fünf ist halt auch nicht das alles, also, ja. Ist halt, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht irgendwie eins streichen sollte oder vielleicht sogar zwei streichen. Ich meine, gut, das Kingdom Come habe ich erst einmal ausprobiert. Und so die Resonanz bisher war eigentlich relativ positiv dazu. Ich habe mir natürlich überlegt, boah, was machst du? Ich meine, Space Engineers schauen auch relativ regelmäßig die Leute an. Und so will ich ehrlich gesagt auch nicht streichen. Black Desert habe ich mir erst vor kurzem gekauft für wie viel? 30? 30 Euro oder so. Ja, überlege ich auch gerade noch so, aber habe ich irgendwie auch persönlich Bock drauf. Und ich meine, ja, gut, wenn ich auch öfter mal angeschaut, 10, 20 Leute, so sind es dann doch. Auch wenn es natürlich, klar, jetzt im Verhältnis nicht viel ist, aber ich meine, wenn es 10 Leute gibt oder wenn es, keine Ahnung, ja, ich sag mal, wenn es 10 Leute gibt, die es gerne anschauen, warum nicht? Warum sollte ich es nicht uploaden? Ich meine, keine Ahnung. 10 Leute sind 10 Leute, also warum nicht? Ich habe auch mal vor einiger Zeit mal so ein kleines, ja, ich sag jetzt mal, ja, so eine kleine Umfrage gemacht, so ein, ich will es nicht Votum nennen, aber einfach mal so ein paar Spiele vorgeschlagen oder generell mal gefragt, hey, was habt ihr für Ideen, was habt ihr für Anregungen, welche Games oder so, würdet ihr gerne sehen auf dem Channel? Oder dich generell gerne durchzocken soll. Ich meine, es war schon ewig her und ich überlege, ob ich nochmal sowas machen sollte. Einerseits ist es natürlich klar, denkt euch wahrscheinlich jetzt gerade, warum noch ein Game? Dann hat er sechs Games und kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Da kommt jedes Game jeden zweiten Tag mal, wenn er drei uploadet oder jeden dritten Tag. Ist natürlich auch richtig und ist natürlich gerade auch nicht gerade sehr. Ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, klar. Vielleicht einfach, ich überlege einfach mal eine Abstimmung machen, welche Games eigentlich weg können oder halt irgendwie, welche einfach ersetzt werden sollten durch andere Games. Ich weiß es nicht. Ich meine, bevor ich in ein Game in Anführungsstrichen absetze, will ich's schon ein bisschen umfangreicher gespielt haben. Also sagen wir so 10, 15 Folgen, einfach um mal zu schauen, wie es ankommt. Also ich zum Beispiel hier Kingdom Come, eine Folge. Ist halt nicht aussagekräftig und ich will es erstmal mal ordentlich angespielt haben. Vor allem diese Playlists mit einem Video, zwei Videos und so. Ich mag es exakt nicht. Ich hasse es. Und dann Video ohne Playlist habe ich exakt auch nicht. Oder habe ich. Ich glaube kein Video ohne Playlist, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich es verpeilt habe oder so. Wann wird ein neues Video von dem Surfern kommen? Ich nehme gerade auf. Kamera ist. Wie lange dauert das? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Sind natürlich gerade wieder am Thema. Wann kommt es online? Ich meine, wenn ich es aufnehme, dann kommt es eigentlich relativ bald. Also meistens bin ich ja da dann zum Aufnehmen und um es eigentlich relativ zeitnah zu uploaden. Und ja. Oh. Dachsring, yay. Jetzt geht das Leben los. So, Level 82, wir könnten. Warum ist Dringmaß denn nicht. Ja, zum Heilen teilweise. Warum habe ich kein Food gekauft? Food ist irgendwie so. Food wäre richtig oldschool. Wir gehen hier. Naja, gut. Ich weiß nicht, was hier mehr oldschool ist. Mit dem Ringmaster hinten dranhängen und heilen. Oder irgendwie die ganze Zeit fuhren.
Naja. Mein Ringmaster fliegt gerade irgendwie gerade nicht so dahin, wo ich will. So, was wird's mal aus Eibert? Boah, letztens habe ich mal probiert. So, das sind schon 15 Minuten. Na gut. Hat auch die nächste Folge Zeit. Ja, und ich sage, danke fürs Zuschauen. Ich nehme jetzt gleich im Anschluss noch eine Folge auf. Und ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Lunar Reply FP.